Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung auf Posten stehen. Ich bin gerade von einem Besuch nach Deutschland zurückgekommen und habe da sehr interessante Feststellungen gemacht, über die ich heute und auch in künftigen Sendungen mit Ihnen sprechen möchte. Ich war ja gerade zur Osterzeit in Deutschland und so habe ich unter anderem ein Magazin gefunden, PM History. PM History, das sich mit den Ereignissen des Todes und der Wiederauferstehung Jesu Christi beschäftigt. Nun, auf diesem Titelblatt sieht man natürlich Christus dargestellt, wie er mit Sicherheit nicht ausgesehen hat, aber das nur nebenbei. Aber im Magazin findet sich ein interessanter Artikel über die Gerichtsverhandlung Jesu Christi. Und da wir gerade selbst eine Broschüre veröffentlicht haben, und Sie finden sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de, die sich unter anderem mit der Gerichtsverhandlung in Anführungszeichen von Jesus Christus befasst, war ich natürlich interessiert zu sehen, was die PM History darüber zu schreiben hatte. Und als ich begann, diesen Artikel zu lesen, da war ich zunächst einmal beeindruckt von der akkuraten Berichterstattung dessen, was in der Tat geschehen ist. Es heißt hier in diesem Artikel, war die Verurteilung Jesu ein skandalöser Justizirrtum. Und dann heißt es, nach Markus, Matthäus und Lukas spielten sich die Ereignisse so ab. Jesus wurde nach der Feier des Passamahles in einem Park verhaftet und am selben Abend vor das jüdische Gericht geführt, den Sanhedrin, wo der Prozess gegen ihn eröffnet wurde. Es heißt dann, den Evangelium zufolge soll der Hohepriester den Sanhedrin in seinem Privathaus einberufen und über Jesus Gericht gehalten haben. Dies konnte jedoch nach altem jüdischem Recht nur im Tempel geschehen. Auch hätte dieser Prozess nicht während der Nacht stattfinden dürfen. Verhandelt wurde immer am Tage. Das gebietet die Mishnah, eine Sammlung mündlicher juristischer Überlieferungen aus jener Zeit. Die Hinrichtung erfolgte außerdem nie am Prozesstag selbst, denn die Richter sollten die Gelegenheit haben, einmal über ihre Entscheidung zu schlafen. Zudem hätte dieser Prozess, wie er im Neuen Testament beschrieben ist, nach dem Beginn des Passafestes stattfinden müssen. Dies wäre undenkbar gewesen. Das wäre so, als ob man in Deutschland am Wochenende und an einem Feiertag verhandeln würde. Im damaligen jüdischen Gottesstaat wäre ein Verstoß gegen diese Regelung als Frevel geahndet worden. Im Haus des Hohepriesters verhörte man Jesus schließlich und dieser gab zu, Gottes Sohn zu sein. Dies interpretierte der Sanhedrin als Gotteslästerung. Doch hätte man Jesus deswegen nicht verurteilen dürfen, denn niemand konnte aufgrund eines eigenen Geständnisses zum Tode verurteilt werden. Dafür mussten mindestens zwei unabhängige, rechtsfähige Zeugen gegen ihn aussagen. Diese hatten zudem die Pflicht, den Delinquenten zu warnen und ihm die Gelegenheit zu geben, von seiner Übertretung abzusehen. Laut Matthäus und Markus wurden zwar etliche Zeugen angehört, doch diese widersprachen sich, sodass eine Verurteilung nicht möglich gewesen wäre. Was diese Geschehnisse zeigen, meine Damen und Herren, ist, dass Jesus Christus das Opfer eines Justizmordes war. Die gesamte Verhandlung, seine Verurteilung, seine Verhaftung, alles dies war total gesetzwidrig. Und wir sollten dies anerkennen. Die Bibel macht dies klar und deutlich, dass Jesus Christus das Opfer eines Mordes war. Die Gerichtsverhandlung war total illegal, die Verhaftung war total illegal und natürlich die Verurteilung war total illegal. Und unsere Broschüre beweist dies. Es gibt noch viele weitere Anzeichen dafür, die zeigen, wie illegal, total gesetzeswidrig Jesus Christus verhaftet und verurteilt wurde. Interessant ist nun, was die PM History aus diesen Tatsachen macht. Und das ist das, was meines Erachtens echt empörend ist. Es heißt nämlich im letzten Absatz dieses Artikels: Warum aber schildern nun die Evangelisten den Prozess so, wie er sicher nicht vonstatten ging? War ihnen die alte jüdische Rechtsprechung nicht mehr geläufig? Oder sollten die Juden schon in der Antike von den Christen als Gottesmörder diffamiert werden? Das ist ein starkes Stück, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass in der Vergangenheit viele Juden als Gottesmörder angesehen wurden, aufgrund einer falschen Interpretation der Bibel. Aber jetzt zu sagen, dass die Evangelisten bewusst Falsches dargestellt haben, um aus den Juden Gottesmörder zu machen, ist genauso schlimm, ist genauso verkehrt,
ist genauso falsch. Schauen Sie, die Evangelisten waren jedoch Juden. Jesus Christus war ein Jude. Die Apostel waren Juden. Die frühtestamentliche Kirche war jüdisch. Christus wurde umgebracht von ihnen und von mir. Wir alle sind schuldig an seinem Tod. Er starb für uns, damit wir Vergebung für unsere Sünden erhalten können. Hieraus einen Strick zu drehen und zu sagen, das ist alles jetzt geschrieben worden, um die Juden als Gottesmörder zu diffamieren, ist natürlich totaler Unfug, aber es ist gleichfalls auch empörend, weil jetzt versucht wird, die Bibel zu diskreditieren. Und ich glaube, meine Damen und Herren, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir solches nicht mehr hinnehmen sollten, als wahre Christen. Ich meine, stellen Sie sich einmal vor, wenn das zu einer Zeit geschieht, wo Christen verfolgt werden, weil sie an die Bibel glauben. Dazu kann es durchaus kommen. Die meisten Menschen heute akzeptieren die Bibel ohnehin nicht als das Wort Gottes. Ich tue es. Ich glaube dem, was in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes geschrieben steht. Mehr als dem, was uns jetzt andere sagen, wie es nicht hätte sein können. Die Tatsache bleibt, dass Jesus Christus das Opfer eines Justizmordes war. Er wurde ermordet, wie die Bibel auch deutlich nachher in der Apostelgeschichte dies sagt. Glauben wir das und seien wir dankbar dafür, dass Christus willens war, für uns zu sterben, sodass wir ewiges Leben haben können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Sendung auf Posten stehen.